bin mal wieder hier, um über Cannabis zu sprechen. Eigentlich ein altes Thema, aber kann man sagen, aber trotzdem immer noch von hoher Relevanz. Sie haben gerade einen sehr interessanten Vortrag gehört aus der Praxis, was die Cannabis-Droge anbelangt. Und wir werden gleich, es folgt ja die Podiumsdiskussion und danach kommt noch ein Vortrag von Dr. Ude, der zur Rezeptur zu Dronabinol intensiver eingeht. Also ich werde alles nur ein Stück weit streifen, ein Stück auch sag mal, interessante Sachen am Rande erwähnen, hoffe ich zumindest, die jetzt vielleicht gar nicht mal so im Fokus stehen oder stehen sollten. Nun, wir haben fast anderthalb Jahre dieses Gesetz und da werde ich auch gefragt, ist es mittlerweile alles Routine? Ich habe gerade den Stand von Bionorica Ethics besucht und etliche von Ihnen machen natürlich, haben Cannabis-Erfahrung mittlerweile. Ich meine nicht im Selbstkonsum, sondern in der Versorgung mit Apothekerinnen und Apothekern, mit Patienten. Da kann man schon fragen, ist das alles Routine? Aber lassen Sie uns noch mal kurz eben reflektieren, wie es dazu kam, dass wir plötzlich jetzt, dass es plötzlich so ein heißes Thema ist. Nun, wie gesagt, seit letzten Jahr, März letzten Jahres, 2017, anderthalb Jahre ungefähr, gibt es dieses Cannabis-Gesetz und seitdem ist Cannabis in Deutschland verkehrsfähig. Vorher war Cannabis gar nicht verkehrsfähig, es durfte gar nicht da sein, durfte gar nicht gehandelt werden. Also, und dann kam dieses Gesetz zur Änderung betäubungsrechtlicher und anderer Vorschriften und plötzlich war Cannabis da. Und zwar sehr präsent in den Apotheken. Ich komme noch darauf zu sprechen. Und der Grund für dieses Gesetz, dem übrigens alle Parteien zugestimmt haben, ja, da kann man schon ein bisschen skeptisch sein, was ist denn da gewesen? Ja, waren die alle high oder so? Alle haben da zugestimmt. Der Grund war, dass es hier Urteile gab, Verwaltungsgerichtsurteile, die chronisch kranken Patienten unter bestimmten Bedingungen erlaubten, Cannabis für den eigenen notwendigen Bedarf gewissermaßen selbst anzubauen und zu verarbeiten, aber auch anzubauen. Und gegen dieses Urteil also es gab Bedingungen, die mussten schwer krank sein und so weiter, und gegen dieses Urteil hat das BfArM seinerzeit Einspruch eingelegt, 2011, 2014. Und dieser Einspruch, der ist dann entschieden worden, am 6. April 2016, wo das Verwaltungsgericht, wo das Oberverwaltungsgericht, nee, welches Gericht ist es jetzt hier, ist ja egal, jedenfalls eine hohe Instanz tatsächlich diese Urteile aufgehoben hat und den Beklagten, das war das BfArM, dazu verpflichtet hat, dem Kläger, das waren diese Cannabis User, sage ich jetzt mal, zu erlauben, Cannabis in der Wohnung anzubauen. Und das war natürlich auch aus arzneimittelrechtlicher Sicht eigentlich ein No-Go. Und dann habe ich seinerzeit in DocCheck gelesen, das ist jetzt nicht meine erste Lektüre, die ich, wenn ich morgens wach werde, aber manchmal haben die echt gute Überschriften vor allen Dingen. Gröhe gibt Hahn frei. Ab 2017 sollen Patienten mit schweren Krankheiten Cannabispräparate als Kassenleistung erhalten. Ein geschickter Schachzug von Hermann Gröhe, um das BfArM vor weiteren Klagen zu bewahren. Und das war es tatsächlich, denn dieses Cannabis-Gesetz kann man ungefähr so zusammenfassen, dass es ein Abwehrgesetz ist gegen den Eigenanbau, denn mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes war der Eigenanbau definitiv verboten. Nun, dieses Gesetz hat Auswirkungen, selbstverständlich, relativ in viele Bereiche, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelaußenverhandlung und so weiter, aber auch ins fünfte Sozialgesetzbuch. Und da möchte ich Ihnen zwei Artikel vorlesen. Das ist Paragraph 31, da gibt es die Artikel 6, die Ziffer 6 ist dann neu hinzugekommen, da steht, Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon. Also hier sind im Gesetz sozusagen vier Wirkstoffe genannt, einmal die Droge, die Blüten, dann Extrakte
Und dann zwei Moleküle, nämlich Dronabinol und Nabilon, die sozusagen gleichgestellt sind. Wenn einer allgemein erkannte, dem medizinischen Stand entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, im Einzelfall nach begründeten Einschätzungen des behandelnden Vertragärztin oder Vertragarztes unter Abwägung der erwarteten Nebenwirkungen unter Berücksichtigung der Krankheitszustandes des oder der Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann. Das ist noch relativ klar. Aber dann steht hier weiter, zweitens, eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht. Das ist eine etwas eigentümliche Formulierung für Leute, die sich relativ wohlfühlen im EBM, in der evidenzbasierten Medizin. Ja, eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht. Ja, hier redet man nicht von Wirksam oder Wirksamkeit, sondern Aussicht. Und dann steht weiter, die Leistung bedarf bei der ersten Verordnung für den Versicherten einen der nur in begründeten Ausnahmefällen abzulehnen, Genehmigung der Krankenkasse, die vor der Leistung zu erteilen ist. Und ich glaube, wir haben das soeben auch gehört. Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird aufgefordert, gleichzeitig eine nicht-interventionelle Begleitstudie zu machen. Das ist sehr interessant, wie ich meine. Die Patienten müssen einwilligen, tatsächlich in eine Studie mit einzutreten, wo Fragebögen ausgefüllt werden müssen, um zu zeigen, wie gut Cannabis in der Praxis reüssiert. Und es gibt, soll eine Cannabis-Agentur geben, Eigenanbau ist jedenfalls verboten. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist eigentlich Cannabis? Ja? Ich weiß nicht, ob Sie mir das beantworten können. Ich jedenfalls konnte es nicht, als ich mich erstmalig damit beschäftigte. Es gab keine Monographien, nichts, gar nichts. Man kann das botanisch sehen, aber das ist auch nicht ganz trivial. Und deshalb möchte ich einen kleinen Einschub machen und kurz eben sprechen, was ist eigentlich Cannabis? Und Sie werden sehen, dass das nicht uninteressant sind. Nun, mittlerweile kann man das relativ gut erkennen, denn seit 2060 sind Cannabisblüten im DRC monografiert. Und hier muss ich wirklich, ich werde da gleich in der Podiumsdiskussion auch nochmal darauf eingehen, der Apothekerschaft und hier der DRC-Kommission ein großes Lob aussprechen, die erkannt haben, wir haben hier ein richtiges Definitionsdefizit. Sie sind ja alle als Apothekerinnen und Apotheker verpflichtet, mindestens die Identität sicherzustellen. Das geht allerdings nur, wenn man weiß, ja, was ist denn eigentlich die Identität? Und das war bis dahin wirklich nicht klar. Und das haben die geleistet. Der BAG-Präsident Kiefer ist hier ganz entscheidend daran beteiligt gewesen. Das ist eine tolle Leistung, muss man sagen. Das sind die Monographien, die im DRC aufgeführt sind. Davon abgeleitet sind auch NRF-Vorschriften, wo sie jetzt sehr sauber dokumentiert haben, wie man mit Cannabis tatsächlich in der Apotheke umgeht. Nun, mittlerweile sind diese Monographien, DRC-Monographien, auch ins deutsche Arzneibuch, ins DAP übernommen worden und sie werden auch ins europäische Arzneibuch übernommen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Also hier hat Deutschland wirklich Pionierarbeit geleistet. Interessant ist, dass bei der Übernahme vom DRC in das DAB eine kleine, aber relevante Änderung eingeführt wurde. Ursprünglich musste man Cannabis bei 4 bis 8 Grad, die Droge, bei 4 bis 8 Grad lagern. Sie brauchten also einen kühlbaren BTM-Schrank, ja, eine große Herausforderung für die einzelne Apotheke. Oder sie mussten ihren BTM-Schrank in den Kühlschrank stellen. Also war beides nicht sehr praktikabel. Und da hat man Versuche gemacht und hat festgestellt, das ist nicht erforderlich. Wir können jetzt Cannabis unter 25 Grad lagern. Sie können also Cannabis tatsächlich in den Schrank reintun, in den BTM-Schrank. Nun, Cannabis ist eine, wenn ich das kurz sagen darf, kurzer Ausflug in die Botanik, erzähle ich nicht gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Cannabis ist eine diözische Pflanze, also es gibt männliche und weibliche Pflanzen und dies ist ein Beispiel, wo nochmal ganz klar wird, ja, wie überflüssig Männer sind, sage ich jetzt mal. Ja. Also wirklich überflüssig. Ja. Denn was sie brauchen können, ist ausschließlich die weibliche
die weibliche Pflanze, sie blühten der weiblichen Pflanze. Das heißt, wenn Sie Cannabis dilettantisch anbauen, dann haben Sie 50% Ausschuss oder Sie verdünnen, wenn Sie die Samen zusammentun, Sie verdünnen praktisch die Wirkung auf 50%. Nun, da kann man was gegen machen. Denn die Botanik erlaubt es, dass unter ungünstigen Bedingungen Cannabis die Möglichkeit hat, sozusagen beide Geschlechter auch die Blüten des anderen Geschlechts zu bilden, und auf diese Art und Weise kann man weibliche Pflanzen dazu bringen, dass sie Samen produzieren, also bestäubt werden von männlichen Blüten, die auf der weiblichen Pflanze wachsen durch Stressinduktion. Das nennt man feminisierte Samen. Durch Selbstbestäubung werden diese Samen dann produziert. Und da diese Samen gewissermaßen auf einem XX, also auf einem weiblichen Background, genetischen Background wachsen, sind sie alle weiblich. Also das sollten Sie beachten, wenn Sie in Holland irgendwas bestellen. Achten Sie darauf, dass auf der Tüte draufsteht, feminisiert. Ja, also sonst haben Sie die Hälfte Ausschuss. Nun, wir haben drei relevante Sorten, Indica, Sativa und Ruderalis, ganz kurz. Indica sagt man, wenn man ins Netz schaut, dass diese Sorte Cannabis Indica für gewöhnlich wie ein Beruhigungsmittel wirkt. Man fühlt sich stoned, ja? Das ist ein Downer. Und ob das alles so evidenzgesichert ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber das kursiert jedenfalls und auf der Basis kann man auch ableiten, plausibel, dass man Indica-Sorten zur Behandlung von Muskelspasmen, Tremorsymptome und so weiter einsetzen sollte, dort, wo es darum geht, das System ein klein bisschen runterzubringen. Die Sativa-Sorte, die macht das Gegenteil. Hier erlebt man einen zerebral energiegeladenen High-Effekt. Das sind Appas, sogenannte Appas. Und entsprechend würde man Sativa-Sorten bei Übelkeit, Brechreiz, Appetitlosigkeit, Migräne, Depression, chronischen Schmerzen und so weiter einsetzen. Sie kriegen heute so gut wie keine reinen Sorten mehr. Alles ist miteinander gekreuzt. Es wird hier sehr viel Genetik gemacht und zwar sehr interessante Genetik. Und dann haben wir noch diese dritte Sorte, das ist die Ruderalis, die spielt überhaupt keine Rolle für THC und CBD, also für die Inhaltsstoffe, aber die ist nicht uninteressant. Praktisch alle Cannabis-Sorten haben Ruderalis-Gene, weil diese Ruderalis dafür sorgt, dass die Cannabis wesentlich einfacher zu züchten ist, anzubauen ist. Normalerweise ist Cannabis sehr anspruchsvoll, weil es eine Wachstumsphase und eine Blühphase hat. Und bei der Wachstumsphase müssen Sie 18 Stunden Licht, 6 Stunden Dunkelheit und wenn Sie dann umschalten auf Blühen, dann braucht die 12 Stunden und 12 Stunden. Und wenn Sie die richtigen Ruderalis-Gene einkreuzen hier, dann ist das alles viel einfacher. Aber damit nicht genug, ich habe mal geschaut, was gibt es denn sonst noch, ja, außer Apotheken. Ja. Und da finden Sie zum Beispiel hier Sorten Northern Light Automati. Interessante Namen, muss ich sagen. THC 14% und ich habe hier unten die Effekte, die auf den Tüten draufstehen, aufgeschrieben. Körperlich, zerebral erhebend. Also diejenigen, die mal eine schöne Party machen wollen, die können jetzt mitschreiben. Ja. Northern Light Automati. Oder das nächste wäre Royal Dwarf, 13% THC, körperlich stoned. Oder White Widow, feminisiert, 19% THC, extrem stoned. Ja? Oder Amnesia Haze, feminisiert, extrem high, langanhaltend, körperlich entspannend, 22% THC, CBD-Mittel. Critical, feminisiert, THC 18%, CBD niedrig, stoned, physisch und mental. So geht es weiter. Special Cash, feminisiert, 17% THC, klar, energetisch. Ja, Sie können schon sehen, das kann nicht evidenzbasiert sein, sondern das ist Marketing. Aber interessant finde ich, fröhlich aktiv hier die Royal AK Automatic feminisiert. Dann habe ich noch eine OG Cash feminisiert, entspannend und voller Geschmack. Also es ist schon ein Stück weit interessant zu fragen, was ist eigentlich Cannabis? Ja, das sehen Sie hier an und da ist es ganz gut, wenn wir jetzt Monographien haben. Und ich finde auch, dann ist es gut, wenn Cannabis in den Apotheken verkauft wird und nicht eben im Internet aus irgendwelchen holländischen Coffeeshops. Es gibt noch kein Cannabis aus Deutschland. Darum bemüht sich das BfArM. Das gibt es im Moment noch nicht. Das wird dann noch 2 Jahre dauern wahrscheinlich. Aber es gibt natürlich Importe,
Diese Liste ist nicht komplett. Zum Beispiel einer der Aussteller hier, Canna Medical, ist hier gar nicht drauf. Die importieren aber auch. Also die Liste ist länger. Ich habe diese Liste aus dem TK, Techniker Krankenkassen Cannabis Report, über den ich gleich noch kurz sprechen werde. Sie sehen hier, was hier angeboten wird. Die Cannabis-Sorten haben Namen, Bedrocan, Bedica und so weiter. Und auch hier Penelope oder Houndstooth oder weiß der Teufel was. Und die sind natürlich charakterisiert anhand der THC- und CBD-Gehalte. Grob kann man sich merken, 22%. 13% und 6%, wobei die 6% dann hohe CBD-Werte haben. Das ist jedenfalls auch das, was das B-Farm anstrebt. Es gibt bei den einzelnen Firmen schon noch Unterschiede. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, wenn mal Cannabis in Deutschland angebaut wird. Nun, wenn wir uns kurz anschauen, was ist in den Apotheken vorhanden, was ist, könnte theoretisch bei Ihnen eingefordert werden, dann sind es natürlich zum einen die Rezepturen, also Cannabisblüten rezepturmäßig verarbeitet, die zum Beispiel geraucht werden, inhaliert werden. Sehr interessant, muss ich sagen. Also wir haben bei Cannabis ja drei pharmakokinetische Wege. Ja? Also einmal Rauchen über die Lunge, sehr schnelles Anfluten, relativ kurze Wirkung, allerdings auch variabel. Wir wissen, dass die Lunge ist nicht unbedingt ein sehr konstantes Organ, wenn Sie mal husten und so weiter. Und Ärzte und Apotheker haben sich ganz klar, vor allen Dingen die Ärzte, gegen den bevorzugten Einsatz der Blüten ausgesprochen. Wir haben nachher einen Arzt in der Podiumsdiskussion, bin gespannt, wie der sich dazu äußert. Dann haben wir die Rezeptur, Dronabinol. Teilsynthetisches produziertes Tetrahydrocannabinol, das ist enantiomerenreines Tetrahydrocannabinol, eigentlich ein Naturprodukt, das ein Stück weit noch präpariert ist, denn es muss dekarboxyliert werden und so weiter. Und ein Produkt mit großer Erfahrung, muss man sagen, das Dronabinol entweder in Kapseln oder öligen Lösungen. Dr. Ude nach der Podiumsdiskussion beschäftigt sich mit diesem Thema. Dann haben wir zwei Fertigpräparate, einmal Sativex, ein interessantes Präparat, wie ich finde, pharmazeutisch. Es ist nämlich ein Extraktpräparat und zwar ein Präparat aus zwei Extrakten. Hier ist THC und CBD, Cannabidiol, in gleichen Teilen, mehr oder weniger gleichen Teilen vorhanden. Und das kann man nur, indem man zwei Extrakte miteinander mischt. Der Punkt hier, wenn Sie ein Fertigarzneimittel haben, liegt darin, dass Sie hier eine eindeutige Indikation haben, zugelassen, ich sage die Wex zur Behandlung von Spasmen bei Multipler Sklerose. Also wenn Sie in Label bleiben wollen, dann dürfen Sie das zum Beispiel nicht bei Schmerzen, Tumorschmerzen oder sowas einsetzen. Das wird locker gesehen, aber es ist ein kleines Problem. Dann Nabilon ist auch erwähnt im Gesetz. Und auch hier gibt es ein Fertigarzneimittel, Canemes. Das ist das Diastereomerenpaar, synthetisch hergestelltes THC. Und auch das ist eine Fertigarzneimittel mit einer Indikation, nämlich Emesis und Nausea als Begleiterscheinung einer Chemotherapie. Ja? Das ist das Problem bei Fertigarzneimitteln. Die Frage nach der Evidenz, Die Frage nach der Evidenz ist eine sehr kritische Frage. Ja, wenn man das aus der Schulmedizin, aus der evidenzbasierten Medizin betrachtet, dann muss man hier schon die Stirn runzeln. Es ist nicht ganz fair, muss ich sagen, und deshalb muss man hier auch Spielraum lassen, denn wie gesagt, die Forschung war ja extrem inhibiert, dadurch, dass Cannabis eben nicht verkehrsfähig war. Und vieles kommt aus dem Ausland und vieles ist sehr kleinteilig erforscht. Dies ist ein systematischer Review in einem sehr guten Journal, JAMA 2015, also auch relativ neu oder sehr neu, kann man sagen, vor 3 Jahren publiziert. Cannabinoids for Medicinal Use, ein systematischer Review, eine Meta-Analyse, und die haben sich diese Indikationen hier vorgenommen, also Chemotherapie, induzierte Übelkeit und Erbrechen, Appetit, Stimulation bei HIV-AIDS, chronische Schmerzen, Spastik aufgrund von MS und Paraplegie, Depression, Angstzustände, Schlafstörungen, Psychosen, Glaukom und Tourette-Syndrom.
Und also eine ganze Latte von Indikationen. Sie können sich vorstellen, das sind wahrscheinlich kleine Studien. Ja, das ist so. Es sind 79 Studien sind da eingegangen mit 6.462 Patienten eben über diese ganzen Indikationen. Und die Autoren äußern sich hier selbstkritisch, dass sie tatsächlich diese 79 Studien eingeschlossen haben. Denn sie sagen, eigentlich, wenn sie nach Cochrane-Kriterien eingeschlossen hätten, wären nur vier Studien sozusagen geeignet gewesen, um hier nicht einen Bias mit reinzubekommen. Aber das hat man nicht gemacht, um tatsächlich ein Stück weit Informationen zu kriegen. Meisten Studien wurde eine geringe Besserung der Symptome beim Einsatz von Cannabinoiden beobachtet. Das ist Good News, möchte ich mal sagen. Cannabinoide sind mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, man kann sagen, hundertprozentig wirksam. Die Frage ist, in welchem Ausmaß sind sie wirksam und bei welcher Indikation sind sie wirksam. Aber oft sind diese Studien zumindest, haben keine signifikanten Ergebnisse gebracht. Und ich möchte Ihnen diesen Report, wer sich hier interessiert, ans Herz legen. Das ist der Techniker Krankenkasse Cannabis Report, vor kurzem rausgekommen. Aus meiner Sicht sehr gut, ja, obwohl Herr Gläske hier beteiligt war, aber es war keine Kamera im Spiel. Und ich trinke abends mal ein Bier mit Gläske, das ist ganz toll, ich komme mit richtig gut klar, nur wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist, dann ist das ein bisschen anders. Und das ist wirklich ein guter Report, die sich über alles auslassen, ein Jahr Cannabis aus der Sicht der Technikerkrankenkasse und die reden zum Beispiel auch über Wirksamkeit, Studien sauber ausgewertet und so weiter und so weiter. Und die kommen zu folgendem Ergebnis, die teilen ein, die Indikationen in keine Wirkung möglich oder denkbar. Das muss man nicht akzeptieren, das ist eine Einschätzung der Autoren hier und die sagen, keine Wirkung bei Depression, Psychosen, Demenz, Glaukom und Darmerkrankungen. Mögliche Wirkung oder Wirksamkeit bei Angststörungen, Schlafstörungen, Tourette-Syndrom und AIDS, Entschuldigung, ADHS. Und denkbare Wirksamkeit bei chronischen Schmerzen, Spasmen, bei MS, Epilepsie, Chemotherapie-induzierte Übelkeit und Erbrechen und Appetitsteigerung bei HIV-AIDS. Das ist sozusagen die Evidenzbewertung dieser Autoren, die für die Techniker Krankenkasse hier das zusammengeschrieben haben. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was jetzt nach der Novellierung, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes sozusagen Standard geworden ist. Mit der Novellierung werden Cannabis-Zubereitungen den Präparaten gleichgestellt. Das ist einmalig, muss man sagen, dass Droge und Extrakt faktisch gleichgestellt sind mit Reinsubstanzen. Das ist auch nicht richtig. Ja? Das muss man ganz pharmazeutisch gesehen, ist das dummes Zeugs, aber es ist so und da sieht man eben, das ist zunächst einmal von Juristen induziert. Da müssen jetzt mal Fachleute ein Stück weit drüber gucken. Da muss da alles relativ schnell gehen. Damit können Sie zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden. Das ist ganz wichtig. Ich habe Ihnen vorgelesen, SGB 5 sagt sogar, normalerweise kann das nicht abgelehnt werden, so ein Antrag. Außerdem wird in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung klargestellt, dass Cannabis nicht nur als Zubereitung, sondern auch in Form von getrockneten Blüten verwendet werden darf. Also tatsächlich die Droge, ich sage immer, wir sind da ein Stück weit in den Zeiten der Asthma-Zigarette. Die Jüngeren werden sich nicht daran erinnern können, aber die Älteren vielleicht wohl. Das ist jetzt nicht unbedingt die modernste Form der Pharmazie, aber immerhin. Ja, und für manche ist es auch offensichtlich wichtig. Ich denke, da wird uns glaub ich, der Mediziner was zu sagen können. Als Betäubungsmittel darf Cannabis nur auf BTM-Rezept verordnet werden. Und zwar verordnet von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität. Also nicht das Zeugs, was ich Ihnen gezeigt habe aus Holland. Und von Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon. Also sehr eng festgelegt. Im Moment nicht irgendwelche anderen Cannabinoide oder auch ich sag mal, teilsynthetische Substanzen. Das kann sich alles ändern.
Ich habe hier die Tages- und die Tages-, die Anfangsdosen, die Tagesdosen aufgeschrieben, auch aus dem Cannabis, aus dem TK-Report. Bei Cannabisblüten tages bis zu 3 Gramm, Tronabinol bis zu 30 Milligramm, Nabilon 6, bis zu 6 Milligramm und Sativex, also diese Cannabis-Extrakte, bis zu 5 Sprühstöße. Sie sehen, man fängt langsam an und eskaliert dann, um tatsächlich die Wirksamkeit auszuloten. Cannabis muss in jeder Apotheke erhältlich sein. Hier gibt es einen Kontraktionszwang, Kontrahierungszwang und nach § 17, also Sie müssen das, wenn Sie gefragt werden, sollten Sie das vorrätig halten bzw. besorgen. Das ist ein Stück weit aufwendig, aber das wird ganz gut auch vergütet, wie Sie gleich noch sehen werden. Cannabis darf von jedem Arzt aufgeschrieben, von jedem normalen Arzt, habe ich hier geschrieben, nicht von Tierärzten und Zahnärzten. Also gehen Sie nicht zu Ihrem Zahnarzt und sagen, ich bin sterbenskrank, ja, ich möchte mal eine Tüte drehen. Nee, das darf der nicht. Aber sonst darf das jeder Arzt. Und da bin ich auch gespannt, was da nachher der Mediziner sagt, der kommt aus der Schmerztherapie. Ich weiß, da gibt es auch Friktionen innerhalb der Medizin. Hinsichtlich der Dokumentationspflicht gelten die normalen Vorschriften des Betäubungsmittelverkehrs. Vor Inkrafttreten des Cannabisgesetzes enthielten etwa 4.500 Patienten Cannabispräparate. Dies sind jetzt Daten aus dem DAPI. Im Zeitraum von 2017 bis März 2018 wurden laut DAPI 70.000 cannabishaltige Zubereitungen oder unverarbeitete Cannabisblüten verordnet. Also das ist schon Faktor 15, sage ich jetzt mal, fast 20, kann man sagen, ja, irgend sowas. Es wurden 43.500 Rezepte beliefert in einem Jahr. Wir werden gleich sehen, ob das relevant ist. Dabei berücksichtigt das DAPI ausschließlich Verordnungen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen, keine Privatrezepte, aber nicht nur der Technikerkrankenkasse. Insofern sind diese Zahlen auch ganz interessant. Derzeit liegt die Genehmigungsquote bei etwa 60%. Kann man sich fragen, wie kann das sein? Müsste eigentlich 100% sein, laut Gesetz. Ja? Nun, der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass der medizinische Dienst, der diese Rezepte zum Teil prüft, mit der Indikation der Ärzte nicht zufrieden ist. Also die Ärzte müssen schon ganz klar begründen, dass dies hier sozusagen eine letzte Option ist, mehr oder weniger. Es gibt kaum Alternativen oder keine Alternativen, schwerst krank und so weiter und so weiter. Wie es im Gesetz steht, davon ist das alles abhängig. Die Kosten sehen Sie hier, das ist natürlich typisch für einen Report von einer Krankenkasse. Cannabisblüten 300 bis 2000 Euro, je nachdem, wie viel verordnet wird. Dronabinolhaltige Rezepturarzneimittel 70 bis 500 Euro pro Monat, Kosten pro Monat. Sativex 31 bis 373 Euro pro Monat und Carmenes, also Nabilon, 1.000 bis 2.000 Euro pro Monat, pro Patient. Und wenn Sie das anfertigen in der Apotheke, und ich denke mal, viele machen das, aber das ist auch in diesem Report sehr deutlich aufgeführt, ne, dann sehen Sie, dass eine rezepturmäßige Verarbeitung von 100 Gramm Cannabis der Sorte Bedro Light, dass da Kosten von insgesamt 2.170 Euro anfallen für 100 Gramm Cannabis. Wobei, und das ärgert die Krankenkassen natürlich, dass hier ein Festzuschlag nach Hilfstaxe von 90% erhoben wird, zusätzlich zu dem Festzuschlag aus der Hilfstaxe und dem Rezepturzuschlag aus der Hilfstaxe praktisch 100%, kann man sagen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie lange sich das noch halten lässt. Also 50% dieser Kosten bleiben in der Tat in der Apotheke, weshalb das, ich glaube, sagen wir jetzt nicht unbedingt unattraktiv ist, obwohl es mit Arbeit verbunden ist. Das muss man. Ich finde das okay, absolut gerechtfertigt. Ja. Wenn Sie Cannabis, sagen wir, zerkleinern in einer Mühle, dann können Sie nicht anschließend Flohsamen da drin zerkleinern. Das geht nicht. Ne. Also das ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Nun, die TK hat ausgerechnet, was sie in diesem Jahr bezahlt haben. Und das sind ungefähr insgesamt, hier unten die letzte Zahl, 4,2 Millionen Euro. Und sie sagen selber, das ist marginal für einen Haushalt der Technikerkrankenkasse. Andererseits kritisieren sie natürlich, dass hier ein, ich sag mal, per Gesetz ein Posten, ein Unkostenposten verordnet wird, der nicht den normalen Regeln entspricht, also den normalen Evidenzregeln, die einfach nicht zu erfüllen sind von Cannabis. Aber im Moment jedenfalls ist es überschaubar und man wird sehen, wie das weitergeht. Wenn man sich fragt, wo wird Cannabis eingesetzt und wie wird es genehmigt, hier in der letzten Zeile oder die Ablehnung in der letzten Genehmigung in der davor, dann sehen Sie finaler Tumorschmerz, praktisch 100% Genehmigung bei der TK, spezialisierte ambulante Palliativversorgung auch 100%. Tumorleiden wird schon ein bisschen schwieriger, Inappetenz, Kachexie, 77% Genehmigung, 22% Ablehnung und so weiter. Das geht dann weiter bis hin zu ADHS. Ich bin ADHS-Patient eigentlich, ja, aber habe nicht so die richtigen Chancen, hier das genehmigt zu bekommen. Ja, er sagt, er kommt ganz gut auch so klar. Also man sieht das hier, das muss man sehr gut begründen. Wir werden da vielleicht auch ein bisschen was erfahren in der Podiumsdiskussion, wo ich mich wirklich drauf freue. Nun, wie wird Cannabis verordnet? Auch hier sehen Sie die Verordnungshäufigkeit. Rot ist viel, blau ist weniger. Bayern und Baden-Württemberg, vielleicht sind die deshalb so schlau, weil sie ab und zu mal ein Enhancement machen, sage ich jetzt mal. Ja? Und dann in Nordrhein-Westfalen, die nordischen Länder und so weiter, eher mittelmäßig und im Osten hier unten weniger, also nicht gleichmäßig verteilt. So, meine Damen und Herren, das war's. Das war mein Überblick aus der, nicht aus der Praxis heraus, sondern aus der akademischen Sicht, sage ich jetzt mal, aus der Sicht einer nicht unbedingt praxisrelevanten Fortbildung. Die haben Sie vor mir gehabt und die werden Sie auch nachher nochmal haben von Dr. Ude. Ich habe Ihnen versucht, Cannabis ein Stück weit auch anders näher zu bringen. Ja, ich bin ein Enthusiast des Arzneimittels und ein Enthusiast auch der guten Phytopharmaka. Ich meine, zumindest hat Cannabis das Potenzial hierzu. Ich glaube auch, dass es deutlich mehr ist als das Potenzial. Es lohnt sich, hier weiterzumachen. Und wir werden eine stürmische Entwicklung sehen, da bin ich ganz, ganz sicher, auch was Fertigarzneimittel anbelangt. Aber auch, und das werden wir auch gleich diskutieren, auch was Sorten anbelangt. Ja, die Frage ist, ist es tatsächlich okay, dass wir im Grunde genommen drei Sorten haben, die sich weniger botanisch definieren als vielmehr über den THC- und CBD-Gehalt? Oder muss man hier komplexer denken? Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.